Lob und Dank unserem Herrn. Ja, der Bruder hat etwas erwähnt und ich dachte auch so an die ersten Christen. Er hat sich gefreut, er kam in die Gemeinde und wenn man jetzt die ersten Christen anschaut, was haben sie vor Augen gehabt? Ich dachte natürlich auch an Jesus, ja immer unser Vorbild. Und von Jesus steht, und er sah auf die Freude, die auf ihn wartete. Und deswegen erduldete er das. Er sah etwas. Bruder, Schwester, wenn wir nichts sehen, dann kannst du nicht laufen. Wenn du nichts vor Augen hast, nichts Geistliches, Bleibendes, du kannst vielleicht irdisch was vor Augen haben, aber du wirst nicht durchkommen damit. Nur, wer geistlich durchblickt, sagt ja auch die Schrift, wenn ihr durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und beharrt da drin, der wird selig. Das beinhaltet eine Seligkeit, dieses Durchschauen und darin beharren. Und das hat Jesus gehabt. Ja, und wir hatten es die ersten Christen gehabt. Wir kommen rein in die Gemeinde, alles schön ruhig, wir können fahren auf der Straße. Wie hatten sie es? Sie kamen vielleicht mit Bangen, mit Zittern rein und wussten nicht, wer sie mitnimmt ins Gefängnis, einsperrt oder sogar, dass sie dem Tode ins Auge schauen müssen. Die ersten Christen, die hatten es nicht so wie wir. Und der Anfang ist ja oft vergleichbar auch mit dem Ende. Wer weiß, wie unser Ende sein wird, Geschwister. Vielleicht müssen wir auch Dinge sehen und erleben, aber wenn wir auf die Freude sehen, die auf uns wartet, so wie Jesus, dann schaffen wir es. Weil die ersten Christen, sie haben es auch geschafft. Sie haben zwar leiden müssen, und der Bruder hat ja auch von Leiden gesprochen, die Leiden da in Römer 8, die geschrieben stehen. Und das soll uns nicht abhalten, sondern wir sind ein Leib mit den ersten Christen. Wir können nicht ein anderer Leib sein, Geschwister. Wir sind ein Leib. Und dieser eine Leib, der erlebt das Gleiche. Es ist zum Beispiel so, der Bruder hat ja da in Römer 8 gelesen, da steht auf der einen Seite vom Leben, alle, die durch den Geist Gottes geführt, geleitet werden, die leben. Und dann steht da etwas auch, im Vers 13, 8, 13 steht, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also jetzt stell dir mal vor, Gott beruft uns jetzt hier im 21. Jahrhundert zum Töten in unserem Leibe. Und die ersten Christen, was haben die erlebt? Sie wurden gepackt und eventuell getötet. Geschwister, sehen wir, denn es ist, wir sind derselbe, wir sind der eine Leib. Die einen sahen den Tod vor Augen, oder so wie jetzt die Flüchtlinge da, die da von der Türkei nach, von Syrien nach in die Türkei, unter Lebensgefahr. Und dann unter Lebensgefahr im Winter sind sie vielleicht nach Kos, wo der Bruder war, vielleicht nach einer anderen Insel in Griechenland. Und viele sind ertrunken. Jetzt haben sie ein Boot da rausgeholt mit 600 Toten drin. 600 Tote in so einem Rumpf von so einem kleinen Boot, von hier bis zu der Wand. So ein kleiner
bisschen größerer Kutter, sagt man in Deutschland. 600 tote Leiber waren da drin. Das heißt, die Menschen hatten den Tod vor Augen und haben trotzdem gewagt, um in die Freiheit zu kommen. Und haben die Freiheit, die ihnen hier vielleicht in Deutschland oder in Frankreich oder wo in Europa gewinnt hat, um diese Freiheit zu gewinnen, haben sie den Tod gewagt. Und etliche sind 600 Leiber in einem Boot, geschweige von all den Schlauchbooten, die untergegangen sind und so weiter. Hunderte, Tausende. Sie haben es gewagt. Und hier spricht er, tötet in euch etwas. Das ist unser Gott. So ist Gott. Weil wir sind ein Leib. Die einen haben mit voller Hingabe ihr Leben hingegeben. Den Tod ins Auge schauend, die ersten Christen. Und auch im 17., im 18. Jahrhundert. Den Tod ins Auge schauend. Überhaupt die Pfingstler. Bruder Fengos in Griechenland, er hat auch manches erlebt. Aber er stand treu, treu zur Wahrheit. So wie es Gott gefällt. Keine Abweichung. Und wenn wir so dieses beibehalten, die Treue zu Gott, und bereit sind, die Taten des Leibes zu töten, wir sind dabei, Bruder, Schwester. Das ist der Weg. Ich habe jetzt eigentlich einen kleinen Abstecher gemacht darin, aber im Hebräerbrief steht etwas geschrieben, Geschwister. Hebräer Kapitel 12, Vers 23. Im zweiten Teil. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Dazu sind wir gekommen, du und ich. Zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Es ist möglich, Bruder, Schwester. Es ist möglich. Wir brauchen keine Angst haben vor diesen Geistern. Es sind ja Gerechte. Der Bruder hat auch gesprochen, ein lieber Bruder dort. Es sind Gerechte, du spürst es. Und auch die Geister, gerechte Geister sind es. Fürchte dich nicht vor ihnen. Denn dahin sind wir gekommen. Zu diesen vollendeten Gerechten, und das ist mein und dein Teil. Denn es steht ja geschrieben, um unseretwillen steht es geschrieben. Und du schaust nicht auf dich, du bist vielleicht traurig, wenn du auf dich schaust, aber du schaust auf das Wort, und das Wort rettet dich, nicht dein Leben, nicht dein Schauen auf dich und dein Elend sehen. Das rettet dich überhaupt nicht. Aber wenn du dein Elend siehst und du kannst es nicht umgehen, du kannst es nicht abschütteln und sagen, weg, weg, ich will es nicht sehen. Das kannst du nicht. Du kannst nicht über deinen Schatten springen. Aber wenn es sich zeigt, dann schaust du auf und sagst, die vollendeten Gerechten, die vollendeten Gerechten, die vollendeten Gerechten. Und immer wieder lässt du es als ein Schild vor dir stehen, lässt es als ein Schwert in deiner Hand sein. Immer wieder. Und du wirst merken, der Feind weicht. Der Feind mag das nicht. Er weicht. Immer wieder, sei treu. Gebrauche das, was du hast. Denn die Anfechtungen kommen. Und wir können nicht über unseren Schatten springen. Der Schatten wird sich zeigen. Und wir schauen nicht auf den Schatten, sondern wir schauen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wenn gleich die Schlangen hier hängen und gebissen haben und das Blut hier runtertropft und hier, wenn gleich so, wir schauen nicht auf den Schatten. Wir schauen auf Jesus und der bringt uns durch. Der macht es so, dass vollendete Gerechte entstehen. Bruder, Schwester, da wollen wir mit sein.
Es gibt im 1. Korinther ein Vers, 1. Korinther 1. Korinther 6, Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib. Auf jeden Fall in deinem Leib, in meinem Leib. Auf jeden Fall. In eurem Geist. Gott verherrlichen in unserem Leib und in unserem Geist. Auf jeden Fall, Bruder, Schwester. Die Gott gehören. Sie gehören Gott. Du kannst es nicht mehr ändern. Du bist, hast dich Gott geweiht. Du bist mit in den Tod gegangen. Sozusagen hast du den Tod vor Augen gehabt. In das Grab, in das Wassergrab bist du gegangen. Wissentlich. Wenn du nicht mehr rausgekommen wärst, du würdest sagen, ich wusste, ich gehe bewusst da rein, selbst wenn ich nicht mehr rauskomme. Wenn mein letzter Atemzug ist, der Bruder tauft mich im Wasser und der Geist verlässt mich und der Bruder hat nur noch eine Hülle in der Hand. Ein Leib in der Hand ohne Geist. Selbst dann hättest du es gemacht, weil du hast das Ziel vor Augen gehabt. Ich will dabei sein bei der heiligen Schar. Auf jeden Fall mein Leib, auf jeden Fall mein Geist, wie hier geschrieben steht. Verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist. Und das erbringt diese Vollendung, das erbringt diese Gerechtigkeit, die Gott einfach gebührt. Denn was überlegt man, wenn wir da alle machen, was wir wollen, wenn wir da machen, so wie viele draußen, wie die Oberflächlichen, wenn wir, jeder macht, wie er es gerade lustig hat. Die eine Gemeinde so, die andere so. Jeder, wie er es gerade, der bedient sich gerade, wie er will und lässt weg, was er will. Wie wird Gott zufrieden sein mit denen? Er kann überhaupt nicht zufrieden sein. Sie preisen Gott überhaupt nicht an ihrem Leib und in ihrem Geiste. Sie schmähen Gott. Sie widersprechen ihm. Sie diskutieren mit ihm in Alt und Elend. Und das führt zum Chaos. Das führt dahin, dass Gott die Quittung gibt, dass Gott die Abrechnung gibt. Konfiszieren, nimm alle ihr Hab und Gut weg und verbrenne sie mit Feuer. So steht geschrieben, Geschwister. Ich habe es nicht geschrieben. Ich bin vielleicht auch viel zu weich. Aber Gott hat es so gesagt und geschrieben. Und so wird es kommen, Bruder, Schwester. Und so bekommen wir auch eine Abrechnung, du und ich. Glaub ja nicht, dass wir unverschont bleiben. Das Gericht muss am Hause Gottes anfangen. Muss. Es gibt kein Drumherum. Nicht bei den Oberflächlichen. Bei den vielen. Am Hause Gottes, am Leib Christi, fängt das Gericht an. Und wie wird unser Belohnung sein oder unsere Abrechnung sein, es wird, Halleluja, eine Belohnung sein. Liebster Jesus, du kommst und holst uns, du verwandelst uns und nimmst uns zu dir. Die Toten in Christo werden auferstehen zuerst und wir, die wir leben, werden verwandelt in Nu, mit ihnen entgegengerückt werden dem Herrn in der Luft und alle Zeit bei dem Herrn sein. Ob da oben Hochzeit feiern, alle Zeit bei dem Herrn sein. Oder hier unten auf Erden 1000 Jahre mit ihm regieren, alle Zeit bei dem Herrn sein. Jetzt kommt Jesaja 58 etwas, um auch
mit uns die Augen zu öffnen für diese hochheilige Berufung. Jesaja 58, Vers 13 bis 15. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tage das tust, was dir gefällt. Der Bruder hat davon gesprochen, sehr gut in seinem Zeugnis, hat uns da ein Licht gegeben, eingelichtet. Der Bruder da, alleine, auf weiter Flur, er hat seine Tasche gepackt und gesagt, so, keiner ist da, wunderbar, dann gehe ich jetzt an die Beach, da ist ja wahrscheinlich da auch eine Küste irgendwo, und da hin und her laufen, er tut was Geistliches und läuft da hin und her am Strand, im Stein, ich weiß nicht, was er ist, Sand oder Stein, und bete zu Gott. Hat er das gemacht? Nein. Nein, weil das wäre die erste Versuchung. Der Teufel sagt, jetzt geh und bete, aber geh da unten an den Strand und da kannst du hin und her laufen und kannst schön beten. Und dann wusste der Teufel genau, wenn er da auf dem Weg ist, dann schicke ich das und schicke das und schicke das und bring ihn weit weg von dem, was er tun wollte. Nein, er hat seinen Fuß zurückgehalten von dem, sich selber etwas tun zu wollen für sich selber. Und das gefällt Gott, wenn wir unseren Fuß zurückhalten, den Sabbat zu entheiligen. Wir haben heute den ersten Tag der Woche. Und bei uns dreht sich nicht um den Sabbat. Wir brauchen uns nur austauschen. Wir können wie manch einer, ein Oberflächlicher, der geht am ersten Tag der Woche, wenn die ersten Christen zusammenkamen unter Lebensgefahr und haben sich erbaut und gestärkt. Und selbst wenn römische Soldaten reinkamen, haben den Jakobus gegriffen, haben den Petrus gegriffen, den einen haben sie erstochen, umgebracht, den anderen ins Gefängnis, der sollte morgen oder übermorgen drankommen. Wenn du nicht an meinem heiligen ersten Tag der Woche das tust, was dir gefällt, nicht tun, tu es nicht, tun wir es nicht, Bruder, Schwester, um des Himmels willen, um Jesu willen, um der Heiligen willen, um der vielen Augen willen, die auf uns ruhen. Wir sind ein Theatron, ein Schauspiel in der Welt. Und die bösen Geister warten nur darauf, dass sie sagen, guck sie. Denk an hier, guck sie. Aber hier war treu, treu war hier. Treu bis zum Äußersten. Das sollen wir nicht tun, den Sabbat, den ersten Tag der Woche entheiligen. Wenn du den Sabbat deine Lust nennst, wenn du also den ersten Tag der Woche deine Lust nennst, Halleluja, wir dürfen wieder zusammenkommen. Meine Frau, die hätte schon oft was gesagt, aber die weiß um die vorigen Zeiten, da in der anderen Versammlung, wo Tausende, 6.000, 10.000 zusammenkamen und die Konferenz da hatten. Und dann war in der örtlichen Gemeinde zu. 4 Wochen, 6 Wochen war zu, zugeschlossen. Stell dir mal sowas vor. Und die Seele sehnt sich nach Gemeinschaft der Heiligen und nicht alle sind ja so begütet, dass sie da fliegen können und sich da so ein Bungalow mieten oder was, damals waren es noch Zimmer mehr, aber immerhin, es war auch Geld. Mit so einer Familie, mit 6 Personen, da waren 100 weg am Tag.
Plus Fahrzeug. Wenn du da 14 Tage warst, dann kannst du dir vorstellen. Bei uns ist die Gemeinde offen. Und das ist gut. Das ist geistlich. Und da zieht es mich hin, Geschwister. Da zieht es mich hin. Und da sage ich mit Lust, den ersten Tag der Woche nenne ich meine Lust. Die Lust mit Gott. Weil keiner macht so glücklich, keiner macht so friedevoll. Es gibt keine Glückseligkeit, die so ist wie bei Gott. Alles andere ist mit Leiden, mit Trübsal verbunden. Aber diese Gemeinschaft, diese Lust bei Gott und bei den Heiligen, diese Erbauung, und der Teufel, der weiß genau, hier kriegt er Liebe. Freilich, der schläft nicht, man braucht nicht denken, ja, der Teufel ist weit draußen. Der versucht auch hier die Menschen zu Ungeduld und so weiter. Ich will da noch kurz auf einen Punkt zu sprechen kommen. Aber den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann wirst du an den Herrn deine Lust haben. Es geht nur darüber, Bruder, Schwester. Wir können da nicht über unseren Schatten springen, wenn wir merken, wir reden noch dies und jenes, was weltlich ist und hinderlich ist, wir werden nicht die Lust am Herrn haben. Es wird uns was fehlen. Wir werden sagen, ja, wieso? Wieso habe ich jetzt nicht die Lust am Herrn? Weil da was dazwischen ist. Und das muss man erst dem Herrn hinlegen, zu Füßen. Und sagen, Herr, du siehst, das interessiert mich noch. Und das ist interessant für mich. Und es ist noch in mir. Ich habe es noch. Es ist noch mein Schatten. Und du sollst sehen, was Gott tut. Gott wäre nicht Gott, wenn er dir nicht helfen würde. Auch in diesen Dingen, wenn du deinen Schatten siehst. Gott wäre nicht Gott, wenn er das hört, deine Worte hört. Weil er will dich ja, er zeigt es dir ja deswegen, damit du dich frei machst davon. Damit du deine Lust am Herrn hast, auch am ersten Tag der Woche. Auch in der Woche. Wir kommen ja auch in der Woche her. Mit Lust. Die Lust am Herrn. Und dann wirst du an den Herrn deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Gott speist dich mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Er hat ein Erbteil bekommen, Bruder, Schwester. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen. Das Israel Gottes, so nennt es Paulus. Damit ist aber das irdische Israel nicht ausradiert, wie manche irrtümlich meinen. Unser Bruder hat es jetzt Mittwoch gesagt. Nein, für Israel ist auch noch eine Zeit vorhanden. Eine Zeit, wo Gott ihnen die Jahre gibt, 7 Jahre, eine Jahrwoche. Die gibt er Israel. Und dann kommt die glorreiche Zeit für Israel. Denn sie haben das Wort bewahrt unter Tränen. Sie haben es vielfach gelitten. Das haben sie. Sie haben nicht alles weggeschmissen und haben sich assimiliert da mit den Völkern. Nein, nein. Sie haben in Höhlen haben sie die Schriftrollen in Behälter rein, damit sie konserviert bleiben, damit da in Höhlen am Toten Meer, wo die Luftfeuchtigkeit sehr gering ist,
Und siehe die Schriften, heute kannst du sie lesen, 1000 Jahre vor Christus geschrieben. Und du kannst sie heute lesen, 3000 Jahre alt, die Qumran-Schriftrollen. Ich will Schluss machen, und zwar mit dem einen Wort, den anderen gehören, steht. Den anderen gehören, und das ist auch keine leichte Sache. Weil wir sind in das Grab gegangen, um Jesus zu gehören. Jetzt haben wir aber zum Beispiel, wenn wir verehelicht sind, haben wir einen Ehepartner. Und da sagt jetzt die Schrift, dem anderen gehören. Der Mann hat nicht Macht über seinen Leib. Die Frau hat auch nicht Macht über ihren Leib. Sondern der Mann gehört der Frau und die Frau dem Mann. Ja, man soll, und dann steht aber da auch noch geschrieben, im 1. Korinther 7 steht es ja geschrieben, beziehungsweise 6, und dann im 7, dieses, was ich erwähnt habe, und dann steht, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Sklaven der Menschen. Jetzt, wie passt das zusammen? Du redest vorher so, der Mann gehört der Frau und die Frau dem Mann und die haben Macht über ihren Leib. Und jetzt steht hier, werdet nicht Knechte der Menschen. Was willst du jetzt sagen damit? Deswegen, Bruder, Schwester, kommen wir in die Gemeinde. Es gibt mancherlei Sachen, die da sind und die wichtig sind und wo manche sogar Schiffbruch erleiden daran. Schiffbruch, weil sie nicht richtig unterscheiden können, nicht richtig handeln, weil ihnen die Erkenntnis fehlt. Und die Schrift sagt, mein Volk geht unter aus Mangel an Erkenntnis. Und der Mann und die Frau, besonders wenn sie jung sind, neu verheiratet, der Bruder hat ja gesprochen von David und Cynthia, oder wie heißt sie, von der Hochzeit. Das nagelneu ist das, wenn die da so reingehen. Nagelneu ist das. Wie eine neue Geburt, so eine Hochzeit. Und wieder leben. Da macht jeder, was er will, wie es gewohnt ist. Und da setzt all das ein, Bruder, Schwester, was wir lernen müssen. Die Erkenntnis Gottes, die uns vereint. Das vereint Mann und Frau. Das macht sie fester zusammen. Diese Erkenntnis Gottes, die schafft das Unheil weg. Das Eigenmächtige, das im Englischen heißt selfish, das Ich haben wollen. Oh, Gott helfe uns, Gott helfe uns und sei uns gnädig. Amen.